Bratan, willkommen auf meinem Kanal. Ich hoffe, dir geht es gut da draußen. Schreib rein, was du gemacht hast im Urlaub, unten in die Kommentare. Und heute ein Squad Balder Battle Random Icon Prime oder Icon Moments Squad Balder Battle. Ich weiß nicht, wie ich mich gerade wiederholt habe oder nicht. Ihr seht es, wir haben zwei Packs. Ein Pack machen wir hier auf. Und das andere Pack machen wir beim Kompagnon Klaudiukowski auf. Ja, Klaudiukowski ist jetzt von Italiener zu Polen gewechselt. Apropos Polen, Jungs, ich bin im Urlaub. Ja, schreibt es auch rein, wo würdet ihr gerne hinfahren oder wo seid ihr gewesen? So, das war's von mir. Claudio, grüß dich. Ja, hallo, ich komme direkt aus Polen. Ich habe lackiert auf Baustelle mit Schwarz-Gelb und heute, ich hoffe, ich bekomme kein polnischer Icon, weil er gibt nicht. Ah, polnische Icon, vielleicht Lewandowski. Und meine Freunde, falls du neu auf dem Kanal bist, gerne kostenlos ein Abo dalassen, ja? Glocke aktivieren, auf alle Benachrichtigungen stellen und damit dieser Kanal weiterkommt und ihr denkt euch, hey, was labert für eine Scheiße, schreibt einfach irgendwas in die Kommentare, Algorithmus muss wieder laufen. Und ich würde sagen, da du der Gast bist, ne, darfst du mal anzählen. Ja, 100, 99, 98, 97, 96. A few moments later. 3, 2, 1, let's go! Oh, ich habe ein bisschen Schiss und schreibt mal rein, was ihr so gezogen habt in diesen Packs. Ich habe keine Erwartung, aber ich würde mich freuen über einen guten Germanisch, Spieler. Oh nein. Ich habe. Jo. She-Ra. Nein, ehrlich? Ja, egal. Ich habe Deutschland. Hast du Ballack? ZM. Mateusz! Sheesh! Prime Momentos Sheesh. Oder Prime? Prime leider. Ja, aber ich weiß, was kostet der? Alles. Alles. Ja, ist okay, kostet 600.000. 608. Nehmen wir mit. Ich habe den noch nie gespielt, Digga. Ich würde sagen, wir bauen jetzt die Teams und sehen uns gleich wieder. So, Ladies, unsere massiv geilen Teams um diese massiv geilen Icons sind fertig. Das heißt, wir fangen an mit dem Reinstellen. Und ich muss mich bücken, halte mein Brett rein, was kein Brett mehr ist, sondern ein Block. Ah ja, okay. Also, ja, für dich ist es natürlich relativ schwierig, wenn ich mit einer Icon linken kann. Ich habe mich aber entschieden für einen Franzosen links. Und zwar ist es nicht Pogba, es ist Ndombele, links ZM. Und rechts ZM gehe ich mit einem Deutschen. Und zwar, das ist Joshua Kimmich. Schand und Schunde über dein Haupt, Minjun. Ich habe natürlich selbstverständlich einen von Dortmund aufgeschrieben, nämlich den Delaney, weil ich dachte, komm Bruder, den möchte er spielen, da bietet er sich die Ikone doch an. Nicht Iskarden. Schade. Und dann habe ich noch einen Deutschen, Almanovic, dazu geschrieben und zwar Havertz. Hui. So, Jungs, nicht böse nehmen, mein Stift ist alle, aber ich hoffe, das kann man noch erkennen. Ich habe mich für die Variation entschieden. Ich meine, du kannst egal welche Liga machen. Das ist korrekt. Ich habe mich für eine Liga entschieden, die du zum Teil auch mit drin hast, nämlich für die Bundesliga. Und zwar für Thiago im ZM und Kingsley Coman auf der linken Seite. Ja, gut. Ich dachte, du gehst mit Grealish und Foden. Und ja, in dem Sinne, ab in Sturm. Meine Freunde. Ich mache einfach diese Geschichte. Ich hoffe... Ich treffe einen. Bitte, Junge. Bitte. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte in welche Liga bist du denn gegangen? Liga Santander. Also in eine andere. Okay, perfekt. Ich bin in der... Ich wollte zuerst mit Premier gehen. Ja, ich bin in der Premier League. Ich habe nämlich Rashford for Birthday, ich habe James Summerheat und ich habe Bruno Fernandes Summerheat. So, hast du Liga gewechselt? Ja, zum Teil. Ich habe auch, muss ich ganz ehrlich, weil, aber schreibt ruhig rein, Claudio hat es verkackt, aber also die Spieler, die ich aufgeschrieben habe, würden so nicht zusammen auf Chemie kommen, aber ich habe keine Ahnung gehabt, deswegen habe ich einfach irgendwas aufgeschrieben. Okay, ich habe schon einen Spieler reingestellt. Das ist der zweite Spieler. Und der dritte Spieler, ich muss den nochmal kurz suchen. Ich gehe mit Ben Yedder, mit Dembele und Golovin. Genau. Ja. Ich habe Player. Und wenn ihr da und Golovin. Ist es dein Ernst?
Ich bin der geilste Digga. Ich bin's, Tim! Ja, kannst du Torwart in Sturm stellen, ne? Das war's hier aber wirklich komplett. Ja, meine Freunde, ich kann auch gleich mich begraben gehen. Er voll in Sturm, ja, mit Rashford und mit weiß er sich, wen er da alles hat. Ja, und ich mit Dembele und ein paar Torhütern. Ich habe für dich diese Spieler vorbereitet, die du nicht spielen darfst. Perfekt, Digga. Dann stelle ich die mal rein, um sie danach wieder herauszustellen. Auf der linken Seite habe ich... Ich hätte mies Bock gehabt auf Roussillon, aber ich dachte mir... Nice. Der ist eventuell zu offensichtlich, deswegen habe ich einen anderen genauso offensichtlichen genommen, nämlich Edgar Davids. Und auf der rechten Seite habe ich einen, den habe ich jetzt auch nur genommen, um dich zu triggern, weil du den mal genommen hast, du kleine Bossi, nämlich Diogo Dalot. Ja, Wan-Bissaka und Roussillon, ne? Yay! Rechts gehe ich, mit dem du immer gegangen bist, ist eine deutsche Kollege, nennt sich Danny da Costa, Food Birthday. Und auf der left side gehe ich mit Dinje, mit der Honigmelone. Ich habe dazu gesagt, dass rechts einen, den ich immer nehme, dachte ich Jackpot, die Pot, Digga, habe ich, nämlich Pavard. Und auf der linken Seite habe ich einen von den Sosern aus der Premier League, nämlich Mondi. Wen hast du? Mondi. Okay, hui, stark. Ja, sieht doch schmackhaft aus. Verteidigung steht, bis gleich. Meine Freunde. Mein Onkel Janosch und ich haben gebaut ein Team und haben auch zusammen überlegen und getan, was Shenya Argowski könnte nehmen, schreiben auf. Und wir haben uns Entscheidikowski für diese drei Spielerowskis. Okay, also ich habe ja vorne, ganz vorne gehabt, einmal andere Liga. Dann bin ich in Bundesliga gegangen und die werden ja, die sind ja schon alle Fullcamp. Ne? Mhm. Nur so für dich als Information. Aber war mir egal. Ich gehe trotzdem weiter. Ich gehe mit einmal, mit dem spiele ich sehr, sehr, sehr gerne. Und zwar, ich gehe gerne mit Tomori, Walker und Foster. Schmutz, Digga. Schmutz. Habe ich nicht. Gefällt mir jetzt auch nichts Kreatives zu ein, um dich zu pränken. Ich habe Longley, Hummels und Ter Stegen. So. Okay. Ich habe aufgeschrieben, diese Personen für dich. Guck mal, jetzt schönes Stift, aber Schrift, Junge, wie Doktortitel, Digga. Dabei, wen hast du schönes? Ich habe bis jetzt Premier League und Bundesliga. Und die Außenverteidiger sind auf Full Cam, deswegen gehe ich in eine andere Liga. Aber ich gehe nicht in die spanische, wie man es vielleicht vermuten könnte, sondern in die italienische mit Acerbi, mit Maldini und mit Seppe. Ja. Ich dachte, du sagst nicht in die Liga, nicht in die Liga, nicht in die Liga. Ich dachte, du gehst mit Kimpembe, Sa und Mondanda. Full Cam, Digga. Ja, ich kaufe die Spieler zusammen und dann geht's los. So, Jungs, geht los. Ich wünsche dir viel Glück und viele Discards für mich, für dich, weißt du? Ich wünsche mir auch viele Discards für dich. Also, mein Ed Sheeran. Der ist leider nicht so gut, aber dafür Rashford. Da muss ich aber Rashford. Ich verstehe nicht, warum die Aufstellung bei anderen funktioniert und bei mir ist sie so crap. Weil ich jetzt ein Tor mit Ed Sheeran mache. Ja, moin, Digga, sag ich doch. Nee. Komplett übers Tor. Perfekt. Das gibt's doch nicht. Bruno Fernandes. Was? Ey, komm. Da ist hier wieder die größte Disziplin. Ach so. Ah, du jetzt. Ich dachte, das wäre Dings. Freistoß Kowski. Ja. Guck mal, der Lora. Nee. Ach so. Ach, ah ja. Achtung, Feuer! Oh. Ein Dombele, aber hier. Ganz cremiger, ja, das ist lustiger. Ja, Digga. Oh nein, Kasachstan rollt. Kimmich. Kimmich! Ne! Das gibt's nicht, Digga! Unter Bedrulle. Kingsley. Da Costa, lauf. Digga, der hört. In den Rückraum. Und da ist er. Bruno Fernandes. Goal. So ein dreckiges, irgendwie komisches Tor.
Zweimal bremst der Costa ab. Zweimal, Digga. Ja, der ist unbeweglich wie die... aber der Schuss, der ist aber... Ja, ja, wie aber ein steifes Was? Nein, verschätzt. Verschätzt, doppelt verschätzt, trippelt verschätzt. Bertraud! Nein, das ist der Torwart, Digga. Cool. Ach komm, fick dich, dieses dreckige Bastardspiel. Ich schwör's dir. Es ist so lächerlich. Ja, Digga, zwei Discards. So, meine Freunde, Discarden, ja. Für dieses Gameplay darfst du eigentlich gar nichts machen, aber okay, mach. Wie hab ich denn? Zwei, ne? Ja. Ich mache wieder eine Kombination. Aber anders als sonst, mache ich meine ganz wilde Kombination, nämlich sowas wie ein Strich, also wie mein zukünftiger Arbeitsplatz. Und zwar den ZOM und den mittleren ZM. Okay. Ist okay. Ist okay. Ist einmal den hier. Kostet 29. Da Costa kostet 27. Also bedeutet, du hast eigentlich wirklich fast nur Scheiße getroffen. Immerhin, nicht alle Bronzespieler, ne? Ja, die Bronzespieler waren im Sturm, ne? Ja. Die hatte ich tatsächlich natürlich zuerst auf dem Schirm, wie immer, ne? Ja. So, meine Freunde, das war's mit dem Video. Falls es gefallen hat, like nicht vergessen, meine Freunde. Glocke zu aktivieren. Auf alle Benachrichtigungen stellen, wenn ihr natürlich so geil seid, so wie ich, dann macht ihr das einfach. Und ja, bei Video vorbeischauen. Da öffnen wir jetzt das zweite Pack und ich hoffe, dass ein bisschen besseres Gameplay oder beziehungsweise, dass ihr irgendeinen Spieler habt, der überpassen kann. Und ja, das war's von mir. Mach's gut, viel Spaß und Küsschen aufs Nüsschen. Claudio, du sagst Tschüss. Bruder, es war einfach toll. Ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder, Alter. Tschüss.